Erik, Maria, Jan-Erik, Kelly, Steffen Schreiber und meine eine. Auf dem zweiten Platz kam die Staffel mit Justus, mit Lisa, Vogel, Jordan, Benno, K. und Sophie. Die kamen in 8 Minuten 32 ins Ziel und nur kurz davor, eine halbe Sekunde, das Team, das als erstes die Ziellinie überschritt, mit Justin, Lisa Brockhoff, Johnny, Novi, Dino und Denise. Das war soweit die Siegerehrung. Dann wollte ich einmal das Mikrofon weitergeben an Zari. Ja, bevor wir jetzt gleich uns alle an den Grill anstellen. Wir haben im letzten Jahr angefangen, eine Geschichte, die zur Tradition werden soll bei uns. Und zwar wollen wir alljährlich bei der Stadtmeisterschaft den besten Schüler, die beste Schülerin auszeichnen mit einem Wanderpokal, haben wir im letzten Jahr gemacht. Dabei berücksichtigen wir nicht nur die absolute Fahrzeit, also die heilige Leistung als Schüler, wir haben ja nicht. Ich kann auch ohne. Also, und wir berücksichtigen da, wie gesagt, nicht nur die Fahrleistung, sondern auch entsprechend seinem Alter, die Leistung auf dem Wasser in der allgemeinen Athletik und auch die Entwicklung, die der Sportler oder die Sportlerin genommen hat. Und ich bitte jetzt mal vor die beiden Schüler, die im letzten Jahr den Pokal gewonnen haben, den Christoph und Paula. Wie gesagt, die beiden haben im letzten Jahr den Pokal gewonnen. Die werden in diesem Jahr von der Ende des Jahres von der Schülerklasse in die Jugendklasse wechseln. Christoph wird uns dieses Jahr unseren Verein bei den deutschen Meisterschaften vertreten. Aber wir wollen in diesem Jahr zwei Schüler auszeichnen mit dem Wanderpokal, die noch ganz Teil jünger sind, aber eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Und ich als Trainer und ich denke mal auch die sich für den Kanu-Rennsport interessieren, hoffen, dass sie uns dann in spätestens 2 Jahren erfolgreich bei deutschen Meisterschaften vertreten. Und deshalb bitte ich vor einmal an Susanne Wendt. So, jetzt bin ich jetzt weg. Genau, an Susanne ist dieses kleine schüchterne Mädchen. Ann-Susanne ist noch Schüler B-Mädchen, die hat eine gute Entwicklung genommen, ist gestern gerade bei den Landesjugendspielen mit großem Vorstand Erste geworden. Vorsprung. Dahin gucken bitte. Schämt sich noch ein bisschen. Mit großem Vorsprung den 500 Meter Einer, 250 Meter Einer gewonnen und wir erhoffen uns da von diesem Mädchen, dass sie noch uns viele Jahre Freude bringt. Wir wissen aber auch, und das weiß sie auch, dass wir da noch eine Menge Erziehungsarbeit leisten müssen. Und wenn das beides passt, das da oben und das in den Armen, dann glaube ich, dass wir in 2 Jahren auch wieder ein schönes, gutes Mädchen auf den deutschen Meisterschaften haben. Und deshalb von der zukünftigen Alten an die Neue, der Pokal für die beste Schülerin.
nur für ein Jahr. In einem Jahr sehen wir uns wieder. Also, warte. Meine Jungs, wie gesagt, Christoph letztes Jahr. Christoph ist mit Abstand der schnellste Schüler, den wir hier im Verein haben. Aber wir haben einen, der, ich denke mal, bald den Christoph angreifen wird. Das ist jedenfalls meine Meinung. Der ist noch vor 6 Wochen mit einem Stutzbrett gepaddelt und hat in Rekordzeit das Paddeln erlernt. Gestern mit riesigem Vorsprung den Einer gewonnen. Bester Schüler der KG, nach unserer Meinung für dieses Jahr, Ronny Estrom. Ronny ist auch noch ein Schüler B, Alter. Und wie gesagt, wenn er das richtig schnelle Paddeln genauso erlernt, wie er das Paddeln jetzt erlernt hat, dann denke ich mal, werden wir in 2 Jahren spätestens auch tolle Erfolge mit ihm zusammen feiern. Deshalb die Übergabe von Christoph zu Ronny. So, ich hoffe mal, es hat ein Ines, soll ich Schlusswort gleich machen oder möchtest du? Ines macht das Schlusswort. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und übergebe an die Vorsitzende Ines. So, die Stadtmeisterschaft 2010 ist Geschichte. Wir haben ja heute auch den Ehrentag, dass die KG Schwerin genau an diesem Tag urkundlich festgelegt 20 Jahre alt geworden ist. Im Laufe des Tages hat der Sprecher Alexander Bachmann auch einige interviewt, die schon über Jahre hier Vereinsmitglied sind und auch viele Erfolge gefeiert haben. Dafür vielen Dank, dass zwischendurch so mal ein paar Infos rüberkamen, was für aktive Sportler wir innerhalb der 20 Jahre hatten und dass sie immer noch hier sich dann gerade bei solchen Sachen wie die Stadtmeisterschaft gerne blicken lassen und mitmachen. Also vielen Dank auch an alle Aktiven fürs Mitmachen. Für einige waren es relativ viele Rennen, aber ich denke, der Spaß stand bei vielen auch im Vordergrund. Der Spaß am Mannschaftsbootfahren und Staffelfahren macht man auch nicht so häufig. Ich hatte eigentlich noch viele andere Programmpunkte jetzt geplant, aber an Betracht der fortgeschrittenen Uhrzeit verzichte ich sogar drauf. Aber wie gesagt, zwischendurch wurde einiges zu der sportlichen Geschichte der KG Schwerin auch gesagt und Interviews gemacht. Deswegen beende ich die Stadtmeisterschaft und auch die Feier für 20 Jahre KG Schwerin. Und ja, ich hoffe, wir trinken noch vielleicht ein Bierchen oder Kuchen ist noch da, eine Bratwurst ist noch da. Da bin ich noch hier einen Moment. Und für die Kinder, für den Nachwuchs, ich habe noch ein paar Autogrammkarten von Birgit, also die möchte ich ganz gerne auch alle loswerden. Und ansonsten, ja, gute Heimfahrt, einen schönen Sonntag noch. Vielen Dank, dass ihr hier am Uferstand angefeuert habt und auch an die Aktiven, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr zur ähnlichen Zeit wieder hier auf dem Frauensee. Vielen Dank!